Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein geiles Video, Freunde. Es geht um Hosen und zwar um die Trends auf 2019. Ich habe mir da bestimmte Brands ausgesucht. Ich wollte jetzt nicht einfach irgendwelche High-Fashion-Brands nehmen, sondern einfach nur bezahlbare Hosen, Leute. Checkt das Video ab. Bevor es mit dem eigentlichen Video losgeht, Freunde, will ich nochmal kurz das Gewinnspiel vom letzten Video erwähnen. Ihr müsst nichts anderes tun, als wie mir auf Instagram zu folgen, meinem Cousin Jan Sinet zu folgen und dem Online-Store Rare Fashion zu folgen. Was es zu gewinnen gibt, ist ganz einfach, Freunde. Entweder ein Gucci-T-Shirt oder ein Balenciaga Paris-T-Shirt. Und was noch dazu kommt, richtig krass. Ihr könnt euch die Größe auswählen, Leute. Also wenn ihr sagt, so XS oder M ist mir zu groß oder zu klein, Leute, habt ihr sogar die Wahl, das T-Shirt in eurer Größe zu wählen. Und eine kleine Info, ne? Eine kleine Info, komm mal näher. Eine kleine Info. Das Gewinnspiel, Freunde, das Gewinnspiel, das geht schon seit Montag. Beeilt euch. Fangen wir endlich mal an mit dem eigentlichen Video. Und zwar geht es um Hosentrends 2019. Was ist in, was wird kommen, wer wird was droppen. Und ich habe jetzt einfach mal ein paar Brands ausgesucht, die bezahlbar sind. Und nicht irgendwelche High-Fashion-Brands, wo einfach eine Hose 800 Euro kostet. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Freunde, aber ich habe einfach das Problem, dass ich einfach hängen geblieben bin auf Sweatpants, Cargo-Pants oder eben halt Track-Pants. Ich komme einfach gar nicht klar mit Jeanshosen. Schreibt es mal unten in die Comments, Freunde, was ihr so trägt. Und ich würde jetzt einfach mal mit der ersten Brand anfangen, die ich mir ausgesucht habe. Als allererstes Brand habe ich mir Represent Klo ausgesucht. Ich bin einfach der Meinung, dass die qualitativ sehr stark sind, auch wenn die vom Preis her nicht gerade die günstigsten sind, aber die sind noch lange nicht so teuer wie irgendwelche High-Fashion-Brands. Und da habe ich ein paar wirklich nice Pieces gefunden, Freunde. Und zwar habe ich hier eine Summer Season 19 Military Pants in White. Na klar, in White. Ich meine natürlich in White. Sehr angehaucht an eine Vintage Adidas Track Pants. Hier mit den Streifen an der Seite. Sehr geil gemacht, was mir unten gefällt. Hier dieser Knopf und diese abhängende Lasche. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Und sehr, sehr dicke, fette, aufgesetzte Taschen mit den schwarzen Bändchen. Die Hose gefällt mir sehr. Schauen wir mal, was hat Represent weiter gepostet. Ich kann euch noch mal einen kleinen Tipp geben. Geht einfach mal auf Instagram auf George Represent. Das ist der Besitzer von Represent Klo, meine ich mal. Er postet auch manchmal Bilder, die noch nicht auf Represent gezeigt worden sind. Hier mal eine sehr, sehr geile Hose, Leute. Mit fetten, aufgesetzten, doppelten Taschen und miesen Reißverschlüssen. Was mir sehr, sehr gefällt hier. Hat er wirklich geil gemacht, ne? Irgendwie erinnert mich hier dieses Represent-Logo mit dem R an Rolls-Royce. Schreibt mal unter die Comments, ob ihr das auch findet und wie ihr das Logo findet. Ich feiere das irgendwie. Die Hose ist unten auch hier mit einem Klettverschluss oder mit Knopf. Ich bin mir nicht ganz sicher. Finde ich sehr geil, weil ich habe das nämlich bei meiner Prada-Hose auch so. Und es ist einfach geil, du kannst die Hose unten ein bisschen enger machen. Oder wenn du einfach einen High-Top-Schuh hast, machst du die einfach enger, wenn es ein Low-Top-Schuh ist, dann machst du einfach ein bisschen lockerer. Also ist eine sehr, sehr geile Option. Schauen wir mal weiter, was Represent noch gepostet hat. Hier nochmal eine ähnliche Hose, auch mit zwei dicken, fetten, aufgesetzten Taschen, auch mit dem Rolls-Royce-Logo, aber in einem Camouflage-Look, Leute. Die feiere ich mal wirklich. Die ist wirklich sehr nice. Kombiniert natürlich mit einem Jordan 1er. Wer kennt's nicht? Cargo-Hosen und Jordan 1er. Geht immer, Freunde. Also die Hose finde ich auch sehr geil. Und jetzt kommt eine geile Hose, eine Sweatpant. Die feiere ich wirklich. Puh. Ich habe sogar heute noch bei Represent angefragt, ob es sie noch zu kaufen gibt. Habe sogar noch eine Antwort bekommen. Die gibt es natürlich noch. Ich bin mir echt am Überlegen, ob ich mir die kaufen soll. Eine Sweatpant sieht vom Stoff her sehr, sehr dick aus. Erinnert mich so ein bisschen an die Season One Collection von Yeezy. Und vorne eben mit diesem Print Represent in einer abgekürzten Form. Oben eine sehr geile Waschung. Und die Hose ist allgemein oben ein bisschen baggy, also weiter geschnitten. Und unten wird sie ein bisschen enger. Das sehe ich auch sehr häufig gerade bei den High-Fashion-Designern. Auch gerade bei Balenciaga, Burberry, Vetmore. Die machen gerade alle diese Jogginghosen, machen die nicht mehr so eng und straight, sondern die machen die extrem baggy, extrem lang. So richtig Karl Kani wie damals vor 15 Jahren. Und kommen wir zu der nächsten Brand. Und zwar ist es die Brand von meinem Bro Justin Peso Klo. Er war in der Türkei, habe ich gesehen. Ich habe sein YouTube-Video angeschaut und hat seine neue Kollektion mal abgecheckt. Hat auch ein paar Bilder gepostet oder ein paar Stories. Und da hat er jetzt ein Bild online gestellt auf Peso Klo. Und zwar ist es auch eine sehr geile Cargo, finde ich. In einem sehr coolen Grün. Vorne wieder zwei dicke, fette, aufgesetzte Taschen. Unten wieder dieser geile Verschluss, also dieser. Nennt es wie ihr wollt, ihr wisst, was ich meine, Freunde. Und an der Seite unten auch nochmal eine Seitentasche. Also bin ich echt mal gespannt. Also da muss ich nochmal Justin fragen,
ob er da vielleicht nochmal eine Hose für mich hat. Also man merkt im Allgemeinen, die ganzen Brands, die gehen alle immer noch in Richtung Sweatpants, Cargo-Pants und Trackpants. Irgendwie sind die auch wohl noch nicht so ganz warm mit Jeanshosen. Also ich habe es ja vorher schon erwähnt. Ich komme gerade einfach nicht klar mit Jeanshosen, Freunde. Und wenn man mich auf Instagram fragt, yo Bro, was für Hosen kaufst du, was kannst du empfehlen? Ich sage euch ehrlich, ne, checkt einfach mal die Represent oder eben die Peso oder was ich jetzt gleich nochmal eine Brand zeigen werde. Und zwar kommen wir auch zu der nächsten Brand, wenn wir schon dabei sind. Es handelt sich hier um Root Tattoo. Ihr wisst, ich bin ein sehr, sehr starker Supporter von Root Tattoo, weil ich bin mit dem Eugen sehr vertraut. Ich war bei denen im Shop, ich war bei denen im Büro, ich war bei denen im Lager. Ich habe auch ein YouTube-Video dazu gepostet und da haben wir ein bisschen gequatscht und so. Die Logistik, einfach Versand und alles, was drumherum dazugehört zu einem Shop, ist einfach krass, wie die das einfach machen, Leute. Ich werde mal hier oben nochmal kurz ein Bild einblenden von mir, von dem letzten Drop. Das war der Drop 7 mit der Cargohose, mit der Jacke, mit dem Windbreaker und mit dem T-Shirt und mit dem Hoodie, Leute. Ich habe einfach alles von denen geholt. Und jetzt kommt der Drop 8 von Root Tattoo. Er hat hier nochmal ein leicht verschwommenes Bild, also es sind alles noch Samples. Aber die droppen auch demnächst neue Cargos, neue Hoodies, neue Shirts. Könnt ihr dann auch auf jeden Fall abchecken. Und was es noch dazu gibt, Leute, kann ich nochmal kurz einen kleinen Tipp geben. Komm mal nochmal näher. Bei Root Tattoo habe ich einen Code, den werde ich unten natürlich wieder einblenden. Und auch für den ganzen Store, was es jetzt noch online gibt, könnt ihr diesen Code benutzen. Den gibt es 15%, Leute. Und ja, das war's mit dem Video, Leute. Wenn es nochmal irgendwelche Hosen gibt, die ihr geil findet oder die ich vielleicht hier nicht erwähnt habe, mir ist natürlich bewusst, es gibt nochmal ganz, ganz andere Brands, aber ich wollte das Video jetzt hier nicht 20 Minuten lang machen. Ich dachte mir, ich nehme jetzt einfach mal Brands, die demnächst was droppen und die halt eben gerade schon was gedroppt haben und die halt wirklich nice sind. Weil ich zeige euch nur Sachen, die mir gefallen. Ich könnte euch auch Sachen zeigen, die mir eben nicht gefallen, aber mich fragt man öfters, was gefällt dir, was trägst du, Bro? Und ich sage euch ganz ehrlich, Trackpants, Cargopants und eben Sweatpants sind einfach so mein Ding. Und da habe ich jetzt einfach mal drei Brands gezeigt, die ihr abchecken könnt. Gebt mir bitte einen Daumen nach oben und kommentiert mein Video, wenn es sonst irgendwas gibt, was ihr sehen wollt. Und bis zum nächsten Mal.